So, heute schauen wir uns zusammen das neue Schwenkwerk an. Wir haben hier gerade ein Kundenmodell im Aufbau, PC94 V2 Abbruch. Und ja, wir haben jetzt schon einige Fragen, wie ist denn das vom Steuern her? Wo sind denn da wirklich jetzt mal so die Vorteile und Unterschiede? Und das ist jetzt so ein bisschen Insider-Video für die, die schon mal versucht haben, jetzt speziell mit dem Bagger, ja, an einem Schnellwechsler zu arbeiten. Wir haben jetzt zwar hier nichts, was sich über die Fernsteuerung verriegeln lässt, aber das ist ja nicht das Thema. Geht ja um das Einfädeln. Das ist ja immer so ein bisschen ein schwieriger Punkt. Wie gesagt, die von euch, die das schon mal versucht haben, die wissen, wovon ich spreche, dass das immer so ein bisschen schwierig ist. Und man ja dann eigentlich auch immer guckt, dass man mit dem Löffel nicht zu weit von der Maschine weg ist, weil desto länger der Arm ist, desto länger ist natürlich auch der Hebel. Und ja, wir gucken uns das jetzt mal zusammen an. Zum einen erstmal ein bisschen Licht. Die Maschine ist ja im Moment noch im Arm eingeknickt. So, und wir gucken jetzt mal, wir machen jetzt nämlich mal genau das, was man eigentlich versucht zu vermeiden, nämlich den Arm komplett strecken, wie man hier sieht. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich mir das mit euch hier von oben mal das hier schön sehen. Ja, gut, dass der Arm gestreckt bleibt, das seht ihr ja auch so. Wir gehen das hier mal direkt oben drüber und gucken mal, was passiert. So, schauen wir es nochmal, dass wir das hier noch ein bisschen besser aufs Bild bekommen, hoffentlich. Geht jetzt einfach mal um die Position. Der Löffel ist ja klar, der liegt unten fest und jetzt wir schwenken jetzt mal voll ausgestreckt. Das würdet ihr jetzt auch sehen, wenn ich jetzt den Arm wieder anfange ranzuziehen, würdet ihr auch sehen. Und wir schwenken jetzt einfach mal, dass man da so ein bisschen eine Idee bekommt. Wie feinfühlig das Ganze geht. Also ich kann jetzt hier wirklich, wie man sieht, ganz extrem feinfühlig den Ausleger positionieren. Und wie gesagt, wohlgemerkt, das ist im Moment komplett gestreckt. Es geht natürlich auch rückwärts, das Ganze. Und somit hat man halt im Vergleich zu einem normalen Schwenkwerk halt eine extrem feinfühlige Auflösung und kann das Schwenkwerk wirklich super, super fein justieren, um dann da eben genau die Position zu treffen. Schauen wir mal. So, und jetzt, weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, muss es ein bisschen. Die falsche Richtung. Man kann jetzt hier eben ganz präzise genau den Löffel eben ansteuern. Und das ist eine Sache, die geht in der Form. Mit einem normalen Schwenkwerk ist dann halt immer, ja, man ist dann halt mal hier und dann ist man wieder ein bisschen hier. Also selbst wenn ich jetzt hier so ein bisschen schneller schwenke, man sieht ja, glaube ich, ganz deutlich, dass das eben wirklich eine ganz, ganz präzise, saubere Bewegung ist. Und wie gesagt, wenn ich jetzt da eben wieder
über den Löffel möchte. Positioniere ich einfach den Ausleger einmal. Wirklich mit komplett gestrecktem Ausleger den Löffel abgelegt. Das sieht ja auch an der Position, wir sind jetzt noch ein Stückchen weiter vorne. Ich fahre jetzt einfach mal den Ausleger irgendwo hin. Ja, kann das natürlich auch alles, kann das auch. Natürlich ist jetzt nicht so, dass ich das Ganze nur super feinfühlig bewegen kann, sondern ich kann das natürlich auch da erst ein bisschen schneller und fahre dann da eben in einem Zug. Genau bis an den Löffel. Einmal noch kurz nachkorrigieren. Stehe ich noch minimals daneben, ich will das gar nicht von oben sehen. So. Und kann jetzt eben, muss man die Kamera festhalten, positioniere den Löffel minimalst, den Stiel, und komme hier jetzt eben ganz genau den Löffel rein. Und ich denke, auch so, wenn man jetzt, ich stecke gerade mal hier den Verriegelungsbolzen rein, weil wir haben, wie gesagt, hier einen normalen Wechsler, das ist auch ein Löffel von uns, deswegen ist das nicht zueinander angepasst. Machen wir gerade so viel. So, jetzt können wir hier eben das Ganze auch nochmal strecken. Ausleger ist jetzt komplett ausgestreckt. Jetzt können wir uns das ja auch so nochmal angucken von der Auflösung her. Das ist also, ich sag mal, die Auflösung, die wir mit dem neuen Schwenkwerk hier erreichen. Das sind, sag mal, im Millimeterbereich. Und wir können natürlich trotzdem ganz klar das Ganze schön auch entsprechend zügig dann positionieren. Hier mal zusammen gucken. Man sagt, die Maximalgeschwindigkeit leidet darunter. Das ist jetzt. Ja, wir drehen schon. Das Modell schwenkt schon. Und wir können natürlich auch so ganz gezielt das Ganze beschleunigen, abbremsen. Und haben aber auch von der maximalen Schwenkgeschwindigkeit hier trotzdem. Ja, das Ganze ausreichend oder eher noch ein bisschen flotter, wie es vorher war. Also ein super Kompromiss. Jetzt auch hier sieht man schon, wie gesagt, die Maschine ist immer noch am Schwenken. Das geht super fein, super präzise. So, ich denke, das dürfte die Sache Schwenkwerk noch mal ganz gut erklärt haben.